Wenn man sich den gesamten Immendorf-Komplex anschaut, so hat er meiner Meinung nach eine große Aktualität. Als er an die Akademie gekommen ist, das war natürlich in den 60er Jahren eine politisch sehr aufgeladene Zeit. Die Anfänge der Studentenbewegungen, dann später die Studentenrevolten. Natürlich Beuys, der selbst auch ein hochpolitischer Künstler war. Und von da gesehen hat er natürlich diese verschiedenen Impulse empfangen. Und Beuys ist ganz klar die bewegende Kraft in seinen Anfängen. Hört auf zu malen ist etwas, was er überhaupt nicht befolgt hat, nie befolgt hat und auch nie anders wollte. Das ist der Ernst, der in dem Bild drinsteht, eben diese Umkehrung, dass er sich selbst damit ironisch kommentiert, dass er eben diese Aufforderung einfach ignoriert. Der konkrete Impuls für die Kaffee-Deutschland-Serie, mit der er ja dieses Thema der deutschen Teilung auf den Punkt sozusagen gebracht hat, das ging zurück auf die Begegnung mit einem Bild von Renato Gotuso, das Café Greco, berühmtes Künstlercafé in Rom. Und da hat er die Idee gehabt, diese Diskussion um die deutsche Teilung zu verbinden mit der Idee eines Raumes. Das sind ziemlich düstere Schuppen. Da treffen sich halt dann Halbwelt mit Politik und Brecht ist über allem. Und Immendorf rammt die Hand durch die Mauer. Er sah die Kunst als eine Brücke, um diese beiden real existierenden deutschen Staaten in einer gewissen Weise miteinander zu verbinden. Das ist klar, La pour La war nicht das, was Immendorf wollte, sondern er war davon überzeugt, dass Kunst eine gesellschaftliche Funktion haben muss. Er schiebt in seinen Bildern unterschiedliche Ebenen übereinander. Man hat eine sehr vordergründige Ebene, wo man Dinge identifizieren kann. Aber dann hat man natürlich eine Szene, eine Bühne, einen Hintergrund. Und das sind verschiedene Ebenen, die da übereinander geschoben werden. Und daraus ergibt sich eine Geschichte. Die Krankheit ist 1998 diagnostiziert worden und natürlich, wenn du so eine Diagnose kriegst, dass du an einer unheilbaren Krankheit leidest, dann ist das schockierend. Natürlich sieht man das auch in seiner Werkentwicklung, dass die Bilder sich verändern, dass er sehr, sehr stark mit kunsthistorischen Zitaten anfängt zu experimentieren und zu arbeiten. Auch der ganze Malstil, der Duktus, der ändert sich. Bis zu dem ganz späten, zu der ganz letzten Phase, wo er also gar nicht mehr in der Lage wäre, selbst Hand anzulegen und seine Assistenten die Bilder ausgeführt haben. Zu keinem Zeitpunkt hat er zugelassen, dass die Krankheit so eine Macht über ihn gewinnt. Und deshalb finde ich dieses Spätwerk außerordentlich interessant. Man kann ihn ja auch im positivsten Sinne als einen deutschen Künstler bezeichnen. Und dadurch werden diese ganzen Dinge, die heute verhandelt werden, gespiegelt in irgendeiner Weise. Man sollte das sicherlich nicht überstrapazieren, nur ein so politisch denkender und handelnder Künstler hat meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Bedeutung oder sollte eine Bedeutung bekommen vor dem Hintergrund der Realpolitik unserer Tage.